Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sprechen heute über drei Probleme. Drei Probleme, die wir Mamas im dritten Monat haben. Ja, passend zum ersten Punkt, der da wäre, das Leben mit Baby ist nicht planbar so früh. Wir haben ja letzte Woche schon nicht senden können, weil der Kleine sehr anspruchsvoll war. Und jetzt, bis vor 3 Sekunden, hing er hier an der Brust. Und jetzt habe ich ihn hier hingelegt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das Video überhaupt zu Ende drehen, ob wir es überhaupt senden werden. Also, wenn ihr dieses Video seht, dann haben wir es geschafft. Aber es zeigt ja eigentlich schon alles. Mein Plan war, okay, im Wochenbett, da geht es drunter und drüber, das ist logisch. Das haben wir alle, darauf haben wir uns alle vorbereitet, monatelang. Wir wussten alle im Wochenbett, was auf uns zukommt. Aber nachdem das Wochenbett vorbei ist, haben wir alle erwartet, in den Alltag zu können. In den Alltag mit Baby. Das heißt, wir planen Puffer ein, aber trotzdem in den Alltag. Und bei uns ist der Alltag so richtig schön präsent, da eingekehrt. Mein Mann ist beruflich viel unterwegs. 3 Kinder in der Schule hinbringen, abholen. Die haben Sport, die haben Wettkämpfe, die haben Hausaufgaben. Dann gibt es, ich habe zwar liebevolle Hilfe im Haushalt, aber trotzdem gibt es ja auch viel zu tun im Haushalt, als Geschirrmaschine einräumen, Betten machen etc. Ja? Das heißt, Supermarkt, hier ist schon eine gewisse Alltagsanforderung. Und ich wusste, im Wochenbett wird das nichts. Aber danach habe ich eigentlich schon damit gerechnet. Und dann macht mir der kleine Mann ganz häufig einen Strich durch die Rechnung. Und das ist so ein bisschen das Thema vom dritten, vierten Monat. Ich vergesse das jedes Mal. Man stellt sich aufs Wochenbett ein und irgendwann kommt auch diese Babyzeit, wo man alles gewuppt bekommt. Aber dazwischen sind noch mal ein paar Monate. Und die sind jetzt, und ich vergesse die immer. Und die treiben einen, wie soll ich sagen, oder die machen so ein bisschen unzufrieden, weil man will schon so wieder in das alte Fahrwasser rein. Man hat ja auch Verpflichtungen und es klappt so viel nicht. Da weint dann der Kleine, muss, also kann nicht abgelegt werden, kann nicht in den Kinderwagen, kann abends nicht schlafen, kann nachts nicht richtig schlafen. Es ist, ja, ist alles logisch. Ich will keinem Baby dieser Welt einen Vorwurf machen. Der Vorwurf geht eher an mich oder an den Druck der Außenwelt, dass gewisse Sachen erfüllt werden müssen, beziehungsweise auch das ist ja Schwachsinn, weil ich bin sehr glücklich, dass ich Kinder habe, die pünktlich in der Schule sein müssen. Was wäre das sonst für ein Leben für die Kinder, ja? Also von daher, einfach dieser Punkt ist mehr geteiltes Leid ist halbes Leid. Und es gehört dazu, zum Monat Nummer 3, Nummer 4. Das Baby hat noch nicht die richtige Routine. Es lässt sich noch nicht richtig ablegen. Es kann sich auch noch gar nicht alleine beschäftigen. Und dieses viele Tragen, was ja ein guter Schlüssel ist, um damit umzugehen, ist ja nicht jedem gegönnt. Also ich habe ja diesen Beckenboden, diese Beckenbodenprobleme. Das heißt, ich spare mir das Babytragen für den Abend auf oder Nachmittag, wenn der Kleine wirklich unruhig wird und ich wirklich gebraucht werde, dann schnalle ich ihn mir auf den Rücken und dann habe ich die Hände frei und kann ihn tragen. Ich kann ihn aber nicht den ganzen Tag tragen. Und wenn ich jetzt beispielsweise in den Supermarkt gehe, dann sieht das oft so aus. Aber war klar, ne? Dass er nicht im Wagen bleibt. Das war so klar. Ich sag's euch, der Vormittag wird lustig. Der wird lustig, ne? Und wenn ich ein Video drehen will mit Micha, dann geht es entweder gar nicht oder sieht so aus. Aber jetzt schläft er ja. Aber wenn ich jetzt den Stuhl umbaue und mich auf den richtigen Stuhl setze, dann ist die Zeit auch wieder verwendet und ist er wahrscheinlich wieder wach. Das zweite Problem: Schuldgefühle. Ihr Lieben, Schuldgefühle. Wir kriegen sie im Kreißsaal gratis mit dazu. Also wir entbinden unser Kind, wir verlassen gut gelauntes Krankenhaus und dann sagen sie, bleiben Sie doch noch mal kurz stehen. Wir haben hier ein Geschenk für Sie. Und dieses Geschenk, das werden Sie, bis die Kinder groß sind, bei sich tragen. Ein schlechtes Gewissen, ein schlechtes Mama-Gewissen. Das wird auch von Kind zu Kind nicht weniger. Wobei ich hatte es tatsächlich schon ab dem ersten Kind und ich weiß echt nicht, wo es herkommt, weil wir geben ja alle unser Bestes. Und irgendwie, tja, also mit zunehmenden Kindern wird es ja natürlich auch mehr. Und ja, mit den Fünfen jetzt, also der Große ist ja jetzt ausgezogen oder ins Ausland zum Studium gegangen. Und wenn der anruft und ich habe jetzt in der Sekunde, also er ruft jetzt nicht so oft an, sagen wir es mal, er ruft
jeden zweiten Tag abends an. Aber es ist genau die Zeit, in der ich mich um die anderen Kinder kümmern muss. Das heißt, wenn ich dann nicht genügend Zeit am Telefon habe für meinen Großen, der mich ja auch braucht, und wenn nur am Telefon kurz und ich sage, das geht nicht, habe ich sofort ein schlechtes Gewissen. Und das, obwohl der schon 18 ist. Ja, und dann kommen abends die anderen Kinder nach Hause vom Sport, von der Schule und brauchen total die Mama-Aufmerksamkeit. Und der kleine Mann hier, der mich ja eigentlich den ganzen Tag hat, braucht mich auch. Und ich kann den dann schwer weglegen und mich um die Großen kümmern. Es ist so ein bisschen, also man hat immer diese Themen. Und der Sechsjährige, der, ich weiß nicht, ob ihr die Videos alle im Kanal gesehen habt, aber der hatte ja, als er ungefähr 2 oder 3 war, hatte er Nachtschreck. Das heißt, er ist ein sensibler Schläfer und der hat jetzt angefangen zu schlafwandeln. Ist wahrscheinlich alles ein bisschen viel für ihn. Also er ist eingeschult worden, der kleine Bruder ist geboren worden und egal wie viel Mühe ich mir gebe und egal wie sehr ich für ihn da bin und für jeden versuche da zu sein, es ist doch immer ein kleines bisschen Gefühl zu wenig. Und dieses Schuldgefühl, also ja, dieses Thema Mama Schuld, Schuldgefühl, schlechtes Gewissen, Mama schlechtes Gewissen. Ich habe da auch kein Patentrezept dagegen, deswegen ist es leider ein lösungsfreies Video. Micha, wir drehen ein lösungsfreies Video. Ist das schrecklich? Aber wir drehen ein geteiltes Leid, ist halbes Leid Video. Mama schlechte Gewissen. So, und dann, als wäre das nicht schon genug, kommt dazu das dritte Problem im dritten Monat. Wir wollen etwas für uns tun. Es fühlt sich nicht so gut an. Wir haben das Bedürfnis nach Stabilität in uns, nach öfter Haare waschen, nach ja, diesen ganzen Schultern runter, Bauch, ra Brust raus, ein bisschen zum Sport gehen. Vielleicht mal eine Runde, keine Ahnung, was dein Lieblingssport ist. Also ich habe ganz stark das Bedürfnis, mal wieder in eine Ballettklasse zu gehen. Das geht natürlich nicht, ist utopisch. Nicht nur zeitlich nicht, auch körperlich nicht. Der Körper ist, also mein Körper mit dem Beckenbodenvorfall ist sowieso überhaupt nicht dafür, jetzt zurzeit Sport zu machen. Ich muss mindestens bis zum vierten Monat warten. Dann darf ich mit Elektroden anfangen. Und wenn mein Beckenboden, ich werde zu laut, wieder aufgebaut ist, dann können wir über Ballettklassen reden. Wir machen das dann alles gemeinsam. Ich will nur sagen, da kommt ja dann auch die Stimme in einem raus und die sagt, oh, ich möchte wieder moderne Kleidung tragen. Also die Stillmode ist ja alles immer so ein bisschen diese Schwangerschaftsmode. Da ist man ja dann doch teilweise in Säcken unterwegs. Dann denkt man so, ah, jetzt hätte ich gern doch wieder was Modernes an. Oder ja, ich war im Nagelstudio, habe mir meine Nägel wieder drauf geklatscht. Ich habe das ganz so gebraucht. Und das war übrigens, das ging gut. Da habe ich nämlich im Nagelstudio gesagt, ich würde gerne zu einer Zeit kommen, wo gar nichts los ist, weil ich habe ja auch die flexible Zeit vormittags. Und dass, wenn es nicht mit dem Kleinen klappt, dass ich wieder rausgehen kann. Und das hat dann funktioniert. Also dann haben sie mir einfach gesagt, ja, da kommt irgendwie für 2, 3 Stunden niemand und kommt vorbei. Ich war dann da und es hat dann geklappt und das ist auch sehr, sehr schön. Machen mich sehr, sehr glücklich, die Nägel. Ja, also dieses, die Stimme in mir, die sagt, ich hätte gerne wieder mich. Und meine Kraft, Me-Time, was aber nicht funktioniert mit einem Baby in dem Monat, also hör auf, dir das zu wünschen, plus schlechtes Gewissen allen Verpflichtungen gegenüber. Ja, ich war zum Beispiel vorgestern so müde, also ich kann mit wenig Schlaf aus, aber es waren so ein paar Nächte am Stück, wo ich wenig geschlafen habe und dann kam eine Nacht, wo ich gar nicht geschlafen habe und dann bin ich quasi. Also dann bin ich wirklich zum Zombie geworden und den ganzen Tag nur so durchgehalten. Und alles, was ich an dem Tag gemacht habe, hat nicht funktioniert. Dann habe ich zum Beispiel eine Lebensmittelbestellung aufgegeben, also zum Lieferservice, und habe nicht auf Absenden gedrückt. Kleiner Fehler kann passieren, ja, aber hat natürlich dann auch ein paar Folgen, weil dann haben wir hier zu Hause einfach nicht genug. Wir sind wirklich viele, als dass das einfach so aus dem Supermarkt normal rangetragen werden kann. Also. Egal, wo war ich jetzt stehen geblieben? Also, Kummerkasten. Ich freue mich auf eure Kommentare, ihr Lieben. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, ich höre jetzt auf zu reden.
Monat 3, 4 ist herausfordernd. Aber ich weiß, und das verspreche ich an dieser Stelle, Brief und Siegel gebe ich darauf, Handshake, es wird besser. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Du bist die beste Mama für dein Baby. Ihr seid die besten Eltern für euer Baby. Ich für meins, für meine Kinder. Und bis dann. Ciao.